So Leute, grüßt euch und willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal, und zwar Final Fantasy. Vielen ist das Spiel schon bekannt, ich habe das früher mal erst dann irgendwann ein paar Mal angespielt, aber naja, nie weitergespielt, ne? Jetzt will ich das mal gemeinsam mit euch richtig durchziehen. Erstmal ich natürlich, Prax SL, ist ja wohl logisch, ne? Ja, soll sein. Ja, ich kann auch mit der Maus anwählen, ne? Cool. Ja, was möchte ich denn sein? Die Krieger? Ja, ist aber logisch, das Krieger, ne? So. So, und wie ich das am Handy gemacht habe. Holz. Moment. Holz. Fisch. Ich wollte ja irgendwelche Namen geben, ne, Leute? Was soll ich noch? Holz. Fisch. Fischklopf, Holz. Fischklopf. Fisch, Holz. Nacken, genau. Nacken hatte ich den Peter, genau. Nacken. Was soll ich da machen, Leute? So, da würde ich mal sagen: Let's go. Jaha. Und du? Ach so, yeah. Würdest du mit dieser Gruppe auf Reise gehen? Yep. Okay, let's go, Leute! Ja, hier werde ich aber auch vorlesen müssen, glaube ich, ne? Aber könnt ihr auch selber lesen, denke ich mal. Schauen wir mal. Die Welt war von Finsternis umhüllt. Ja, mal weiter. Und nun? Die Winde erstarben. Er starb. Was heißt das? Das ist kaputt gegangen hinter uns. Was nun? Die Meere tobten. Aha. Warum? Die Erde war faul und verdorben. Guck, ob ich jetzt will mit Gameplay zocken. Mal gucken. Ach komm, nee, passt schon so. Doch aus einer Prophezeiung schöpfte man Hoffnung. Okay. Vier Kämpfer mit vier Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt von dichter Dunkelheit überschattet ist. Sie werden das Licht der Kristalle wieder. Am Ende einer Langreise haben die Gefährten diese Welt erreicht. Vier Gefährte diese Welten erreicht. Viel gefällt diese Welt. Ah! In ihren Händen die vier Kristalle, die sie fest umschlossen halten. Wow. Also, sehen wir jetzt, wie das alles funktioniert. Also bestätigen, Rücktaste ist zurück, Tab Menü öffnen, schließen, Q ist kartet, aha. W nach oben rollen, okay, weiß ich. Zwei Charakterwechsel, drei Charakterwechsel, also zack und zack. Nein, zack, 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 okay. Seite hoch, Seite runter. Alles klar, verstanden. Gehen wir erstmal jetzt da rein. Ich nehme an, dass wir das mal machen. Schloss Cornelia EG. Aha, ja. Pixelig, Leute. So, Quatsch, so. Deine Majestät ist verzweifelt auf der Suche nach den legendären Kämpfern des Lichtes. Haltet ein. Sind das etwa die Kristalle, die in euren Händen leuchten? Das überlege ich mir noch. Ach, cool. Ach, kann ich sogar so eine Karte öffnen? Geil, yeah. Deine Majestät ist verzweifelt auf der Suche nach den legendären Kämpfern des Lichtes. Warte mal, kann ich auch so? Ach, cool. Ich kann auch mit der Maus machen. Aber warte mal, den Text seht ihr immer oben. Ja, geil, dann... Gut, dann muss ich ja nicht unbedingt euch da vorlesen, ne? Ach, kann ich also doch hier rein. Mhm. Dann machen wir mal jetzt jeden Abschied. Der Gerland war eins der stärksten Ritter unseres Königreiches. Doch er gierte nach Macht und verlor sich selbst aus den Augen. Aha. Es ist schon wichtig, eigentlich das alles zu lesen. Der König ist in tiefer Trauer. Bitte rettet die Prinzessin.
Ach, so ist das also. Okay. Wie hat das getan? Moment, was ist hier? Wir wollen ja nichts außer aus den Augen lassen, ne? Man weiß ja nie. Warte mal, Moment mal. Ach. Ach. Guck mal, ich will meine Schwester wieder haben. Geh mal weg da. Klopfkuh. Sonst kann ich nicht raus da. Du sollst deine Schwester auch wieder bekommen. Du sollst deine Schwester definitiv wieder bekommen. Ich flehe euch an, bringt mir meine Tochter wieder, bitte rettet Prinzessin Sela. Prinzessin Sela. Gut. Wird gemacht. Ist da noch irgendwas in die Richtung? Nein, das war's. Also, let's go. Yee! Schloss Cornelia. Cornelia, erster Stock. Cornelia. Seine Majestät ist verzweifelt auf der Suche nach den legendären Kämpfern des Lichtes. Haltet ein. Sind das Kristalle in euren Händen? Bitte folgt mir zum König. Yee! Ich will das Gute, dass es aber schneller weitergeht. Reisende, ist es wahr, dass ihr die Kristalle euer eigen nennt? Die Prophezeiung, du kannst. Vier Kämpfer mit vier Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt von dichter Dunkelheit überschattet ist. Majestät, ich will dir nichts überstürzen. Wir haben keine Gewissheit, ob es sich tatsächlich um die vier Kämpfer aus der Prophezeiung handelt. Doch, wie könnte ich diesen Wink des Schicksals ignorieren? Just in diesem Augenblick stehen vier Kämpfer vor meinen Augen. Ihre Kristalle sind mir Beweis genug. Kämpfer des Lichtes, ich flehe euch an. Meine Tochter Prinzessin Sela ist entführt worden. Garland, einst Ordensritter unseres Königreichs, entführt ihre Majestät und streckt seine gierigen Hände nach dem Thron aus. Er hält sich im nördlichen Chaos-Tempel versteckt. Chaos-Tempel, ah ja. Unsere Bemühungen, Prinzessin Sela zu befreien, scheitern kläglich. Verstehe. Keiner unserer Ritter kann sich mit Garland messen. Ono, mir kam zu Ohren, dass euch eure Reise in den Norden führt. Die Brücke zum nördlichen Kontinent ist seit langem eingefallen. Sollte es euch gelingen, Sela zurückzubringen, werde ich den Bau einer neuen Brücke anordnen. Mögen euch eure Kristalle schützen. Die Tänzerin aus der Stadt hat ein gutes Gespür für wichtige Informationen. Ah, sie wird euch zur Seite stehen, solltet ihr Anhaltspunkte benötigen. Aha. Wie lange schon habe ich auf euch gewartet, Kämpfer des Lichtes? Gerland ist vor lauter Macht hier von Wahnsinn befallen. Ich fürchte um das Leben meiner geliebten Tochter. Ich bitte euch als Vater, befreit sie aus Gerlands Händen, bevor es zu spät ist. Ja, so soll es geschehen. Moment. Hier unten ist ja wohl... Aha! Dachte ich mir doch, dass auch hier unten noch was ist. Unsere Speer richteten Gerland in Chaos Tempel nördlich von Cornelia. Nochmal, warte. Unsere Speer sichteten Garland im Chaos-Tempel nördlich von Cornelia. Richteten, Leute! Jetzt habe ich tatsächlich auch noch richteten gesagt, wie geil! Oh Mann, ich bin auch ein Klopfnacken, ne? Oh, so. Jetzt geht's raus. Ja. Geht's hier nicht eigentlich irgendwie, hä? Kämpfe oder sowas? Ach nee, die Brücke. Ach, das ist die kaputte Brücke natürlich. Jetzt haben wir einen Kampf. Ach du Scheiße. Aha, okay. Aha. Angriff Wolf. Ey, spinnst du oder was? So, na komm. Dein Gesicht ist voll vergangen. Praxis LEP 0 bis Stufenanstieg 8. So, weiter geht's. Ja, jetzt hat man hier zwischendurch mal halt Kämpfe. Also nach wie vor kann ich, weiß ich irgendwie nicht. Oh. Was ist denn das?
Kollege, ganz dünnes Eis. Ah. Okay, aufgestiegen. Perfekt. Welches L, L viel stärker ist höher? Auf 63? Ja, verstehe ich das richtig oder was heißt das? Oder wichtig die Rede, ne? 1, 2, Stärke 10 auf L. Agilität. Perfekt. L 14, 50, 6, 16. Agilität 6. Intelligenz 16. Oh, stärker, ja! Kann man auch hier lang gehen? Okay, alles klar, dann weiter hoch. Wir müssen tatsächlich in die Richtung. Da müssen wir hin. Tatsächlich der Chaos-Tempel. Hier schon wieder mal. Also so langsam ist aber auch immer gut, ne? Tja, nicht wahr? Und so hat's wieder gehagelt. Erstmal, was ist hier unten? Was, hier sind Kämpfe? So viel Gegner, seid ihr verrückt geworden? Puh, hör dir da mal. Quatsch. Oh Mann, vielleicht brauche ich heute das Gefühl. Eieieiei. Ah! Was kann der wohl, ha? Scheiße. Ey, geht's noch mit euch? Scheißdreck! Das gibt's nicht. Ja, toll. Eine Reise geht zu Ende. Ja, natürlich fortsetzen. Scheiß nochmal. Gut, da haben wir jetzt ein bisschen verschissen, aber ich schätze mal, dass wir hierfür dafür noch gar nicht so weit sind. Ich glaube, wir sollten erstmal noch ein bisschen so Kämpfe machen, um stärker zu werden. Hey. Das gibt's doch einfach nicht. Jawohl. Ja, toll. Ach, so, das ist die ganze Map so. Ja, das ist Menü. Ausrüstung. Magie. Formation. Nee, das bleibt. Toll. Ach, Items da. Ich hab nichts. Na, toll. Ich gehe mal besser eher irgendwie zurück, habe das Gefühl. Nein! Da, perfekt. Aber ich muss zurück. Ich verstehe nicht, wieso es denn hier nicht irgendwie irgendwo. Warte mal! Moment noch, natürlich. Ich kann auch in den Dorf reingehen, stimmt ja. Oh, Scheiße! Ja! Ja, ich selbst bin leider schon draufgegangen, verkackter Mist.
Sauerei ist das, ey. Ah, so, so geht das also. Willkommen in der Stadt der Träume, Cornelia. In der Stadt Cornelia, der Träume. Ach ja, richtig, da war ja was. Das ist noch ein kurzes Skill. Ja gut, wir machen mal eine Übernachtung noch ganz kurz. Yeah. Bam. Ha. Wir sind wieder. No. Ja gut, eigentlich wissen wir, wie es geht. Das wäre nämlich da jetzt die Lehrer gewesen. Weiter, bis wir das lassen. Wir gucken uns die mal an. So. Soll ich euch etwas zur Ausrüstung erzählen? Ja. Unter Ausrüstung können Waffen und Rüstungen angelegt werden. Das Ausrüsten mit einer Waffe steigert zum Beispiel die Angriffskraft, auch Attacke genannt. Rüstung, Schild, Helm oder Handschuhe sind Defensivwaffen und dienen der Abwehr. Reife und Ringe zählen ebenfalls zum Rüstzeug. Das Schild wird in die Hand genommen, Helme auf den Kopf getragen und Handschuhe über die Hand gestülpt. Ach nee! Die ergatterte Ausrüstungsgegenstände müssen unter Ausrüstung angelegt werden, damit sie zum Einsatz kommen. Mit Optimieren wird automatisch die effektivste Ausrüstungskombination aus Rüstzeug und Waffen angelegt. Falls ihr Grünschnäbelfragen zu euren Items habt, dann seid ihr bei mir richtig. Ja, dann erzähl mal. Items sind Gegenstände, die euch auf der Reise in die Hände fallen und die ihr benutzen könnt und solltet. Portions Antidotes kann man gar nicht genug bei euch bei sich tragen. Oft helfen solche Gegenstände auch, um Magiekosten zu sparen. Aha. Schlafsack, Zelt und Hüte werden im Weltmodus benutzt und regenerieren sowohl die LP als auch die MP. Meine müden Knochen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Mindestens ein Zelt trage ich deswegen immer bei mir. Bestimmte Waffen können ebenso als Items verwendet werden. Oft erzielen sie dabei eine spezielle Wirkung. Besonders wertvolle Items sind unter wertvolles gelistet. Diese müssen am richtigen Ort zur richtigen Zeit benutzt werden. Aha, und du? Hossa, ich kann euch Geschichten über Monster und Unwesen erzählen, auf die ihr zweifelsohne treffen werdet. Na mach mal, zum Henker mit diesen Viechern. Wer weiß, aus welchem Loch diese Biester überhaupt gekrochen sind. Nun ja, die Monster werden in Rassen unterteilt. Jede Rasse hat Schwächen und Stärken. Es ist also sinnvoll, wenn ihr im Kampf versucht, die Schwächen eines Monsters abzubaldowern. Was heißt auszubaldowern? Monster, die sich in den aufhalten mögen, zum Beispiel keine Elektrizität. Ebenso gibt es Waffen, die... Da mal... Kann es sein, dass ich gerade eins... Monster, die sich in Wassernähe aufhalten, mögen zum Beispiel keine Elektrizität. Ebenso gibt es Waffen, die gegen bestimmte Monsterrassen besonders effektiv sind. Keine Elektrizität, dann weiß das hier Pokémon oder was? Wollt ihr bei mir etwas über die Magie lernen? Yeah. Es gibt zwei Arten von Magie. Schwarze Magie und Weißmagie. Aha. Die Weißmagie kann heilen oder unterstützen im Kampf mit defensiven Zaubersprüchen. Die Schwarzmagie besteht meist aus Zaubersprüchen, die großen Schaden anrichten können. Für jede Magiestufe existieren 4 Zaubersprüche. Es können allerdings nur 3 auf einmal gelernt und getragen werden. Aha. Gelernte Sprüche können auch vergessen werden, wenn man sie nicht mehr braucht oder gegen andere Sprüche tauschen könnte, möchte. Vergessene Zaubersprüche können natürlich wieder gelernt werden. So, jetzt haben wir alle hier durchgesammelt. Jetzt let's go. Ja, so, jetzt haben wir nur noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, dass ich hier irgendeine Art Shop finde oder so. Ja, das sieht gut aus. Ah, Rüstung. Na, sehr gut. Das machen wir doch eben fertig. Hello. Gesegnet seien die Kristalle. Gut, jetzt gehen wir erstmal hier ein bisschen uns Rüstung holen. Das hätte ich mir auch eher machen sollen. So, kaufen. Reiseklopf, Leder, Kettenhemd. 65 und ich habe... Ach krass, ist das so? Erstmal nur für mich, ne? Erstmal nur für mich, ist ja wohl logisch. Bitteschön, Dankeschön. So. Vapens, hereinspaziert. Nun, Chakus? Rapier, was kostet der? 8? Nehmen wir mal 4 Stück von mit, wenn das jeder eins hat. Ah, und, ja, toll. So.
Messer. Nunchakus. Und Hammer könnte eigentlich auch gar nicht mal so. Ausrüstung. Also, alles klar. So. Jetzt, Leute. Rüsten wir mal fix aus, ne? Erstmal ihn. Gut. Kann einfach optimieren drücken und fertig. Also das finde ich irgendwie nett. Okay, passt schon. Achso, mit zwei, ja wahrscheinlich. So. Und jetzt, Leute, mache ich einen schnell speichern, denn wir sind schon mit der ersten Folge durch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Warte kurz, nein, Leute, so doch nicht. So garantiert nicht, dass ich da völlig im Arsch bin. Nee, nee, nee. Wir schauen erstmal irgendwas, wo ich eben, ne? Ein Ticken noch eben. Ich bin eine süße Tänzerin, bitte. Ihr wollt mit mir tanzen? Nicht so stürmisch, Freunde. Ich bin eine. Ah, da können wir uns heilen. Ich wohnte früher in der östlichen Hafenstadt, Pravoka. Zum Glück bin ich weggezogen. Es sollen sich nämlich Piraten dort niedergelassen haben. So. Also ich gehe mal davon aus, dass ich hier das hier reinspaziert. Kapellpotion, ja, ja. Yeah. Ja, aber mach mal. Nimm erstmal so mit. Ja, perfekt. Erstmal eins. Augentropfen. Schlafsatt. Das stimmt. Perfekt. Das brauchen wir nämlich auch. Zelt. Ja, das ist zu viel. Das müssen wir erstmal zusammen kaufen, ne? Genau. So. Und wir können auch verkaufen. Warte mal, warte mal, warte mal. Reisekluft. So, jetzt, Leute, sind. Ach ja, ne, erstmal eben Items, genau. Hä? Ach. Verstehe ich nicht, wieso? Hä? Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Scheiße! Direkt schon mal Anfang am Arsch. Das kann doch wohl nicht wahr sein, Mann. Okay, weil dann das kann ich wohl nur irgendwie im Kampf einsetzen, wa? Ja, da muss ich mal gucken. Nochmal speichern. Ja, Leute, das machen wir dann in der nächsten Folge alles. Lass uns mal weiter hier einarbeiten. Bis dahin sage ich, ich danke euch fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Bye.